dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Es war der Paukenschlag des Winters. Stefan Krämer wurde in Magdeburg gefeuert. Sein Nachfolger Pele Wollitz, der mit dem FCM schnellstmöglich in Liga 2 zurück will. Die erste Aufgabe heißt FSV Zwickau und das Debüt begann perfekt. Magdeburg in den blauen Trikots im Vorwärtsgang. Kostli, der hier an den Ball kommt, sieht Beck und im Zentrum lauert Sören Bertram. Dritte Spielminute, die Hausherrin in Führung. Besser kann ein Ostduell nicht beginnen. Ausgangspunkt Christopher Handke hier mit dem individuellen Fehler. Dadurch ergibt sich die große Gelegenheit für Magdeburg, die sie zu nutzen wissen. Sören Bertram mit Saisontor Nummer 9. Insgesamt lief sehr, sehr viel über die linke Seite in der Anfangsphase. Wieder kommen die Magdeburger, diesmal über Kvesic. Der hat das Auge für Bertram, aber es ist nicht das 2:0. Sören Bertram in der 22. Minute frei vor Brinkis lässt er diese große Gelegenheit liegen. Und damit begann das große Problem der Magdeburger. Die Chancenverwertung. Kostli in der 29. Minute auch eher in einer aussichtsreichen Position, doch auch eher scheitert. Joe Enox nicht zufrieden mit Durchgang Nummer 1. 0:1 lag seine Mannschaft zurück. Enox, der selbst 5 Jahre unter Pele Wollitz spielte. Durchgang Nummer 2. Weiter Magdeburg offensiv tätig, aber weiter schafften sie es nicht, einen Treffer nachzulegen. Und so kam, was kommen musste. Zwickau im Vorwärtsgang in der 65. Minute. Die fanden bis dato gar nicht statt. Schröter dann aber mit der Übersicht und Viteriti mit dem 1:1. Fabio Viteriti spielte einst in Cottbus unter Wollitz, spielte einst 4 Jahre in Magdeburg. Und hier trifft er zum Ausgleich. Und sie legten nach. Nur 123 Sekunden später kommt Gerrit Wegkamp an den Ball und dreht für Zwickau das Spiel. Was ein sensationelles Tor zum 2:1 für den FSV. Aber Achtung, Jürgen Jasula, der verliert hier das Duell gegen Frick, weil er am Trikot gezogen wird. Eine Szene, die man durchaus auch abpfeifen kann. Wie reagiert aber Magdeburg in der Schlussphase? Kommen die zumindest noch zum Ausgleich? Sören Bertram hat in jedem Fall in der 74. Minute noch einmal die dicke Gelegenheit, das 2:2 zu erzielen. Aber es gelang nicht. So steht am Ende eine 1:2 Niederlage beim Debüt von Pele Wollitz beim 1. FC Magdeburg. Viele Chancen und das Spiel hätte schon lange zu sein können. Es war aber nicht zu. Wir haben 1:2 verloren, weil wir Fehler machen, die du nicht machen darfst. Und die Fehler, die der Gegner in Mehrzahl gemacht hat, nicht bestrafst. Und dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du ein Spiel verlierst. Klar, wir sind natürlich so gestartet, wie wir überhaupt nicht starten wollen. 1:0 zurück direkt. Aber wir haben nicht aufgesteckt. Wir haben uns in der Halbzeit nochmal zusammengeschworen. Und das ist genau das, was uns ausmacht. Und das muss uns auch weiter ausmachen. Magdeburg hinten dran. Zwickau feiert hingegen den ersten Auswärtssieg in Magdeburg seit 1971. Den ersten Sieg nach 4 Spielen ohne Dreier. Ein gelungener Auftakt ins Jahr 2020. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.